Du hast Hunger. Ja, dauert ja nicht mehr so lange, glaube ich, ne? Okay. So, jetzt gucken wir erstmal hier schnell. Da drüben haben wir ja auch noch einen offenen Raum, wie ich gerade sehe. Und wir haben natürlich eine Kiste da, die wir schieben können. Und da kommt eine, ich weiß gar nicht, was das für ein Viech ist. Fabelwesen halt. Eieieiei, hier kommen aber schon ein bisschen größere Klöpfe, muss ich sagen. Mann, oh Mann. Aber wir kriegen eine Energieerweiterung an der Stelle. Gut. Damit ist dieser Raum auch abgegolten. Wir könnten jetzt versuchen, oben weiterzukommen, denn da haben wir auch noch ein paar Lücken drin, wie ich sehe, aber ich glaube, das ist... Ja, das tut nicht Not, glaube ich. Wir versuchen es erstmal unten. Aber schön, dieses Team hier noch geholt zu haben. Scheiße. Speichern wir gleich nochmal. HP-Erweiterungen sind immer ganz toll. Meine Lieblings... eine meiner Lieblingssachen. Ja. Ich sterbe ungern. So. So, da kommen diese scheiß Elektroviecher en masse. So, und hier hatten wir das Portal. Das wollen wir jetzt aber mal nicht nutzen. Ach ne, hier haben wir das Portal, was wir nicht nutzen wollen. Was machst du da? Ach so, filmst du seinen K.O.-Schlag, ja. So, und hier hatte ich direkt die Stelle, wo ich weitergemacht habe und ich hoffe jetzt, wir kommen bestimmt zum Underground Waterway, wo ich überhaupt nicht hin will. Und ich habe vorhin an der Stelle vermutet, dass es der Underground Waterway ist. Ich will gerade mal gucken. Da waren wir auch schon. Ach, komm quasi. Das, hier gab es nur ein Item, okay. So, dann wieder zurück. Na super. Gar nichts. Nothing. Wir brauchen definitiv einen Raum, wo es eine Kiste gibt. Wir konnten an der Stelle konnten wir noch nicht weiter, wo dieser T, wo dieser wo dieses T wie so ein Hammer da liegt. Ich glaube, da wollte ich sogar letztes Mal hin. Dann werde ich das einfach mal versuchen. Dann müssen wir ja nur wieder hoch. Ja. So lange hat man noch nie gesehen, dass jemand am Tod gesucht hat, ne? Die meisten finden ihn früher. Ha, war ein toller Witz. Okay, zwei vorwärts und dann eine nach rechts. Jawohl.
Das habe ich nämlich vermutet. Und wir haben hier wieder diese giftigen Ritter. Und da bekomme ich noch ein Level up. Bei den vielen Gegnern, die ich jetzt umgerannt habe, im vergangenen Video, das ist ja fast, oh, fast normal. Und ich werde mich hier gar nicht erst heilen. Mit Antigift. Ich weiß auch momentan gar nicht. Schon wieder ein HP-Maximum erweitert und... Genau das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt hier gar nichts weiter passiert. Das ist schade. Denn jetzt müssen wir uns auf der Karte wieder Wege ausdenken, die wir versuchen könnten zu gehen. Tja. Oberhalb. Dort oben rechts könnte auch was sein. Komme ich da hin? Wieder hoch zum Korridor. Links halten. Komplett links durch. Geradeaus höher. Boah, ist auch ein einigermaßen langer Weg. Tja. Sieht so aus, als müssen wir es wohl ausprobieren, nicht? Wenn wir da angekommen sind, muss ich erstmal nach dem Essen gucken, damit meine Freundin nicht verhungert. Aber ihr seht, wir haben ein unglaubliches Sammelsurium an Items schon mal gefunden. Wieder. So. Ich kann man Intelligenzring, das ist natürlich so für uns gar nicht. Haben wir auch schon, okay. Vielleicht haben wir es nicht mehr. So, jetzt müssen wir den Gang von eben nehmen.
trifft mich natürlich das sympathische Skelett. So. Und von hier aus ging es dann geradeaus durch hoch ja okay So. Und da kamen wir. Nehmen wir den Speicherpunkt hier noch mit. Ich habe sowieso nur noch 4 Minuten. Und das Video zu Ende ist. Riecht schon gut, ne? Und jetzt sind wir in dem Raum. Und da hatten wir nämlich einen Gang freigelegt. Einen längeren Gang. Und da hat nochmal MP Maximum. Sehr schön. Also ich würde euch empfehlen, diese Flammen, die um mich herum tanzen, die würde ich hier an eurer Stelle einstellen. So, und jetzt bin ich hier, aber hier wollte ich gar nicht hin. Merkwürdig. Komme ich denn zu dem Gang hin, der mich wirklich interessiert? Ah ja. Okay. Ich war schon an der Stelle, bin aber nicht durch die Tür durchgekommen, das wundert mich. Und stehe jetzt davor. Gut. Und damit würde ich sagen, mache ich kurz Pause, beende das Video und gucke danach im Essen weiter. Und vielleicht finden wir dann früher unseren Tod, als wir denken. Haha.